Mein heutiges Ziel, für 800 € einen weißen Gaming-PC auf die Beine zu stellen. Mal schauen, ob es klappt. Spoiler, es wird auf jeden Fall super sexy. Los geht's. Wir starten mit dem Fundament für dieses Projekt und zwar einem möglichst weißen Gehäuse. Ich habe mich hier für das Asus A21 Gehäuse entschieden. Aus dem einfachen Grund, Preis-Leistung ist halt einfach unschlagbar gut. Du kannst hier unter anderem bis zu 7 Lüfter installieren, 3 in der Front, 3 im Deckel und einen hinten, jeweils im 120 mm Format. Du kannst aber auch beispielsweise 140 mm Lüfter verbauen. Das bedeutet aber auch, gleichzeitig kommt das Gehäuse ohne Lüfter ab Werk. Und das hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich, ja, ein Lüfter oder Minimum 2 Lüfter sind hier Pflicht. Das kostet nochmal ein bisschen Geld. Der Vorteil ist allerdings, du kannst hier einfach die Lüfter einbauen, die du halt einfach für dein System präferierst und musst dich nicht mit dem ja zufrieden geben, was irgendwie ab Werk drin ist, was du im Zweifelsfall sogar vielleicht einfach ersetzen würdest. Zurück zum Thema Kühlung und Airflow und dem Stichwort Lüfter. Denn ich setze hier auf diese Thermaride TLC 12 CWS Lüfter und ein Paket beinhaltet 3 Lüfter. Ich habe mir davon 2 Pakete gegönnt. Mal schauen, ob ich auch alle 6 Lüfter verbaue. Der Vorteil ist A, der Kostenfaktor, weiße Lüfter mit ARGB-Beleuchtung für insgesamt 15 Geld, also 3 Stück 15 €. Und jeder Lüfter bietet die Möglichkeit, einen weiteren Lüfter sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Beleuchtung mit aufzunehmen. Stichwort Daisy Chain. Bei weißen PCs ist es immer eine Herausforderung, eine Farbgenauigkeit zu erlangen. Und zwar mit Blick auf beispielsweise der Farbton vom Gehäuse in Relation zu den restlichen Komponenten, wie zum Beispiel den Lüftern. Das Gehäuse ist ein Kaltweiß, die Lüfter, würde ich sagen, sind eher so neutral weiß, definitiv kein Warmweiß. Und dadurch kommt es zu einer kleinen Farbnuance, einem Unterschied, die jetzt allerdings aus dieser Perspektive noch nicht wirklich tragisch ist. Also werden die Lüfter jetzt beispielsweise doch deutlich beige oder mehr ins Rötliche, ins Warmweiß, würde ich sagen, stopp, würde ich so nicht bauen, sieht bescheiden aus. Oben verbaue ich keine Lüfter. Mit dem einfachen Hintergrund, dass 2 dieser 120 mm Lüfter hier so mittig, umgeben von super viel Platz für weitere Lüfter oder zumindest einem weiteren Lüfter im Deckel, doch sehr lost aussehen und nicht wirklich sehr stimmig. Damit zur Plattform. Und die muss man ganz klar sagen, entscheidet am Ende des Tages darüber, ob dieser PC noch einen Hauch von Preis-Leistungs-Verhältnis in sich trägt oder nicht. Also ich muss es nochmal ganz klar sagen, Preis-Leistungsfaktor ist nicht das, was ganz oben auf meiner Liste heute steht bei diesem PC. Nein, ich wollte einen möglichst weißen PC für roundabout 800, maximal 850 € mit dem ich wirklich gut zocken kann. Okay. Bei den Plattformen gibt es zum Zeitpunkt des Videos 3 Optionen. Da wäre der Core i5 13400F in Verbindung mit einem B760 Mainboard. Da muss ich auch ganz klar sagen, ist einfach viel zu teuer. Dann bliebe noch AMD ARM4 mit dem Ryzen 5 5600 mit 6 Kern, 12 Threads und über 4 GHz Takt. Oder ein Ryzen 7500F System mit B650 Mainboard und DDR5. Und da schließt sich der Kreis wieder erneut. Das Ganze ist zu teuer. Weil dann passt es am Ende gar nicht mehr, dass ich sage, okay, das wird eine 800-Euro-Konfiguration. Mit dem Ryzen 7000 Setup wird es eher so Richtung 1000 €. Und dann hätte ich das Ziel ganz klar verfehlt. Deswegen setze ich auf den Ryzen 5 5600 ohne X, 6 Kerne, 12 Threads über 4 GHz Takt in Verbindung mit einem B550 Mainboard. Muss ich auch hier ganz klar sagen, ist für mich vollkommen fein. Alles unter 900 € ARM4, okay. Ab 900 € setze ich konsequent auf Ryzen 7000 aka AMD ARM5 mit der maximalen und größten Zukunftssicherheit. Bei der Wahl des Mainboards stand für mich fest, es sollte dieses B550 Pro 4 von Aas ROG sein, denn dieses Mainboard bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bestehend aus 2 M.2 Slots, DDR4 Support, einem umfangreichen I/O-Panel, PCI Express 4.0, diversen Lüfteranschlüssen und natürlich auch RGB respektive ARGB Header zu einem vernünftigen Preis in Verbindung mit der Optik, denn das Mainboard ist ja auf jeden Fall schon mit einem sehr hohen Weißanteil ausgestattet. Und für ein Mainboard nochmal mehr auszugeben, was noch mehr weiß ist, wie zum Beispiel das MSI, das können wir machen, aber ganz ehrlich,
für 170, 180 Euro kaufe ich kein ARM4 Mainboard mehr, dann könnte ich auch gleich auf Ryzen 7000 gehen mit AMD ARM 5. Für den Zusammenbau meines PCs empfehle ich dir eine weiche Unterlage, wie zum Beispiel eines meiner Mauspads, gibt es mit drei Designs und laut einiger Community-Mitglieder gibt es hier auf jeden Fall eine geile Qualität. Vielen Dank an alle, die bereits eins gegönnt haben. Falls du Bock hast, gibt es das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Das bietet sich deswegen an, weil das Mauspad so weich ist, denn wenn du dein Mainboard jetzt hinlegst und irgendwas aufbaust und etwas Kraft aufüben musst, um den PC zusammenzubauen, geht auf der Rückseite nichts kaputt. So, wie man eine ARM4 CPU einsetzt, habe ich schon tausendmal gezeigt, deswegen überspringen wir jetzt einfach mal diesen Schritt und switchen damit auch schon zum nächsten Bauteil, dem Arbeitsspeicher. Zum Arbeitsspeicher. Hier hast du aufgrund des DDR4 Standards passend zur Ryzen CPU die Qual der Wahl. Wichtig ist, Minimum ein Kit mit 16 GB, zwei Module und ein Kit mit Minimum 3600 MHz Takt, weil das mögen die Ryzen 5000 CPUs schon sehr. Wenn der Arbeitsspeicher jetzt noch weiß sein soll, hast du auch da noch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich persönlich bin bei ADATA raus. Corsair war mir dann noch ein bisschen zu teuer für ein solches Budget-Setup und deswegen setze ich hier auf diese Lexar-Module, und zwar die Lexar-Tor-Module mit 16 GB und 3600 MHz. Bei der Verwendung von zwei Modulen für den Dual-Channel-Betrieb ist darauf zu achten, dass ihr hier die richtigen Slots nutzt. Bei 90% aller Mainboards ist es letztendlich der zweite und vierte Slot aus Richtung CPU kommend. Genaueres könnt ihr aber auch dem Handbuch eures Mainboards entnehmen. Vorsichtig eingesetzt, das Ganze dann gleichmäßig runterdrücken, sodass auch die Nasen hier wieder einrasten und schon ist das Ganze verbaut. Und aus meiner Sicht sieht das optisch schon richtig nice aus mit diesem Arbeitsspeicher. In puncto SSD setze ich hier auf den Klassiker, naja, zumindest in der Facelift-Variante, und zwar der Western Digital SN580 PCIe Express 4.0 SSD mit 1 TB. Das ist das sogenannte Facelift der sehr beliebten SN570 mit PCIe Express 3.0. Die ist allerdings End of Life, wird teilweise teurer verkauft mit dem schlechteren Standard als das neuere Modell mit dem besseren PCIe Express Standard. Deswegen nehmen wir natürlich gleich die mit. Ob nun PCIe Express 3.0 oder 4.0 M.2 SSD, macht auf einer SSD im ganz normalen Alltag und auch beim Zocken keinerlei Unterschiede. Dazu habe ich einen ausführlichen Vergleich erstellt, der ist oben und unten verlinkt. Es ist darauf zu achten, dass wenn du die SSD einbaust, diese SSD auf dem Mainboard dort verbaut ist, wo eben auch der werksseitige M.2 Kühler vorhanden ist, weil nur dieser Slot hat PCIe Express 4.0, während der andere etwas weiter unten auf dem Mainboard nur PCIe Express 3.0 bietet. Vor dem Einbau des Mainboards in das Gehäuse rein ist darauf zu achten, dass die Abstandshalter für das Mainboard installiert sind. Wenn sie nicht installiert sind, bei anderen Gehäusen beispielsweise, müssen die noch vorher montiert werden. Hier ab Werk bereits vorhanden, was ich sehr gut finde, weil das Ganze macht das natürlich gerade für Einsteiger in diesem PC-Universum schon sehr leicht. Das Ganze wird hinten einfach in die I/O-Blende reingesteckt, ausgerichtet und natürlich dann verschraubt. Ich persönlich finde ein bisschen schade, dass hier die 90er angerufen haben und sagen, wir wollen unsere Schrauben zurück, die sind silber, was ich bei einem weißen Gehäuse nicht verstehen kann. Dann stell dir mal vor, du hast jetzt hier eine Mainboard mit schwarzem PCB, oh, was ein Zufall, haben wir hier natürlich gerade, dann werden diese silbernen Schrauben einfach komplett gehighlightet. Was ich nicht so geil finde, schwarz wäre einfach geiler, wäre es mein persönliches System, was ich daily nutze, würde ich hier auch nochmal zusätzlich in schwarze Schrauben investieren. Du kannst mir nicht sagen, dass schwarze Schrauben so viel mehr kosten als jetzt diese silbernen, ich würde sagen, unlackierten Schrauben. Naja, das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht siehst du es ja anders. Hau es gerne mal in die Kommentare. Ein Thema, was 2024 super präsent sein wird, in jeder PC-Konfiguration werden dazu sicherlich Fragen aufkommen, ist das Thema Netzteil. Und ich denke, dazu werde ich mal ein separates Video machen, weil das würde den Rahmen von diesem Video zumindest sprengen. Es geht grundlegend aber nicht mehr um die Frage, hey, wie viel Watt brauche ich und schafft das gewählte Netzteil meine CPU und GPU unter Volllast, sondern vielmehr um die Frage ATX 3.0 oder nicht, 12 Volt High-Power-Stromanschluss mitnehmen, haben beruhigt oder eher nicht, weil vielleicht brauche ich es oder nicht. ATX 3.0 geht einher mit den Nvidia RTX 4000 Grafikkarten, aber nicht mit jeder RTX 4000 Grafikkarte, denn beispielsweise gibt es 4070 Modelle, da kannst du auch einen klassischen 8-Pin-Anschluss anschließen, aber das ist ein separates Thema. Letztendlich, was macht man hier bei einer solchen Konfiguration, wo das Budget begrenzt ist? Da gehe ich ganz klar den Weg und setze hier auf ein Be Quiet
System Power 10 mit ATX 2.52 Standard. Das heißt, ich habe hier keinen ATX 3.0 und somit auch keinen 12 Volt High Power Stromanschluss. Denn zwischen diesem Netzteil mit 80 plus Bronze und ATX 2.52 und einem ATX 3.0 Netzteil mit 80 plus Gold liegen halt auch nochmal 30 Euro. Und nur mit dem Credo zu sagen, ja, ich nehme lieber mit und dann habe ich es später. Wer weiß, was später kommt, ob du halt in naher Zukunft auf diesen Anschluss angewiesen bist oder nicht. Und bei einem Netzteil sage ich dir, das ist halt schon sehr schnell auch nachträglich mal nachgerüstet. Deswegen, wenn du es jetzt nicht explizit jetzt brauchst, dann würde ich es erstmal auch nicht kaufen. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil hier kein ATX 3.0 Netzteil drin ist, dann findest du meine Empfehlung in der Beschreibung verlinkt. Denk dran, kostet mehr als das hier. Durch das gewählte Netzteil haben wir eben hier auch Stromanschlüsse, die komplett schwarz sind. Das ist ja per se in einem schwarzen PC schön, aber im weißen passt es halt nicht. Deswegen setze ich hier nochmal zusätzlich auf ein gesleevedes Kit oder Kabelverlängerungskit von der Marke Easy DIY Fab. Die sind qualitativ wirklich gut, nutze ich seit Jahren ohne Probleme und kosten dich nochmal 30 Euro, wodurch eben am Ende des Tages zum Zeitpunkt des Videos der Gesamtpreis von dieser Kiste bei, halt dich fest, 830 Euro liegt. Erst, und das ist mir persönlich sehr wichtig und diese Reihenfolge halte ich auch immer ein, erst wenn die Verkabelung abgeschlossen ist, also alles rund um das Mainboard, Lüfter etc. etc., dann geht es weiter mit den Sachen wie zum Beispiel Grafikkarte und CPU-Kühler. CPU-Kühler, gutes Stichwort, hier setze ich auf diesen Thermalright Assassin X 120 RSE White und natürlich, jetzt wird klar, warum ich die Thermalright Lüfter genommen habe, eben aufgrund des Lüfter-Matchings und vor allen Dingen auch der gleichen Lüfterfarbe beim Frame. Der CPU-Kühler ist wirklich super effizient und leise, kostet echt erstaunlich wenig Geld, also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung wert und bei mir auch auf Platz Nummer 1 gelandet in meinem CPU-Kühler-Vergleich von 5 CPU-Kühlern bis 30 Euro. Link zu diesem Produkt als auch allen anderen, was ich heute so nutze, findest du in der Beschreibung. Last but not least zum Grafikbeschleuniger, dem Herzstück des Gaming-PCs und natürlich muss die auch weiß sein, damit das hier in das System reinpasst. Da gibt es für normalerweise 800 Euro Preis-Leistungskonfiguration diverse Optionen, angefangen bei der RX 6700 mit 10 GB Videospeicher oder der RTX 4060 mit 8 GB Videospeicher und einem sehr guten Software-Feature-Set rund um DLSS und Raytracing, Path Tracing oder die demnächst erhältliche RX 7600 XT. Genau, die gibt es zum Zeitpunkt des Videos auch noch nicht und es ist noch unklar, ob es eine weiße Grafikkarte geben wird. Ich gehe ganz stark davon aus, dass RTX 4060 und RX 7600 XT sich auf einem Leistungslevel bewegen werden und deswegen setze ich heute auf die RTX 4060 vom Bordpartner Inno3D. Die hat mehrere Vorteile, unter anderem das Software Feature Set, die RTX 4060 GPU sehr effizient und das optische Erscheinungsbild ist ja mal sowas von nice und passt auch wirklich sehr gut zu dem gewählten ASRock Mainboard durch die Kombination von Weiß und so ein bisschen Silber. Also rein damit! Was erwartet dich nun an Leistung? Zunächst einmal 596 Punkte im Multicore Cinebench 2024 CPU-Test. Das ist für die CPU fein. Natürlich mit einer leistungsstärkeren CPU erhältst du auch mehr Punkte, kostet dich natürlich aber auch mehr Geld. Zudem gibt es über 10.400 Punkte im Cinebench GPU-Test, was so ein typisches Ergebnis ist für die 4060. Im klassischen Firestrike-Test bekommst du über 24.400 Punkte, was wirklich sehr gut ist.
gut ist. Und auch im Time-Spy-Test bekommst du über 10.000 Punkte, auch hier wirklich gut. Doch was bedeutet das jetzt gemessen in Bilder pro Sekunde? Stichwort FPS. Zunächst einmal sei gesagt, ich zocke heute alles in Full HD, denn dafür ist die Grafikkarte gemacht, mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz. Hier Call of Duty mit dem Preset ausgewogen, ohne Upscale. Dieses Spiel kannst du, je nachdem wo du auf der Map bist, mit durchschnittlich 130 bis 140 FPS flüssig zocken. Damit zu Rainbow Six Siege mit dem Preset sehr hoch. Und dieses Spiel kannst du mit durchschnittlich 280 FPS flüssig zocken genießen und natürlich deine Gegner ärgern. Assassin's Creed Mirage mit dem Preset sehr hoch ohne Upscaling kannst du mit durchschnittlichen 105 FPS flüssig zocken. Upscaling finde ich persönlich ist bei Mirage somit nicht nötig. Alan Wake 2 mit aktiven DLSS auf Qualität inklusive DLSS Frame Generation, den Qualitätspreset hoch, aktiven Raytracing auf hoch inklusive Ray Reconstruction, somit also das Maximum, was optisch bei diesem Spiel geht. Und hier bekommst du im Durchschnitt 75 FPS, was wirklich gut ist. Und das Spiel sieht einfach grandios aus. Forza Horizon 5 mit dem Preset Ultra mit aktiven DLSS auf Qualität. Hier bekommst du im Durchschnitt 160 FPS, also absolut flüssig. Außerdem hier nochmal eingeblendet der Stromverbrauch beim Zocken des gesamten PCs. Du siehst roundabout 200 bis 220 Watt und damit ist auch bewiesen, dass das 550 Watt Netzteil, was ich hier verbaut habe, auch vollkommen ausreichend ist. Natürlich interessiert mich aber auch deine Meinung, was sagst du zum optischen Erscheinungsbild und natürlich auch der Leistung und der Konfiguration. Ab damit in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und schau gerne auf meiner Website vorbei, gamingguides.de. Dankeschön, bis neulich und ciao.